Willkommen zu Clash Quest, hier mehr Free to Play. Wir schon wieder als ersten Shop vorbei, holen uns hier das Gratis-Elixier ab. Und dann habe ich zwischen den Folgen Kompass gefunden. Da habe ich einen Dungeon, den habe ich auch gleich gemacht, deswegen haben wir auch wieder gut Gold. Und da habe ich auch noch eine Holzkiste bekommen. Und was denn drin war, seht ihr hier. Ja genau, damit haben wir auch das zweite Item auf Level 3, diesmal auch ein gutes Item, den Strongbow, den benutzen wir ja auch. Nicht so nutzlos, sage ich mal, wie die Armor Rope, die wir ja in der letzten Folge da bekommen haben, oder vorletzte Folge. Aber heute soll es wieder um Liga gehen. Momentan sind wir Platz 28, aber alle anderen haben gespielt, wir noch nicht. Wir bräuchten 5 Stages zum Aufsteigen. Okay, die haben auch 5 soweit geschafft. 4. Okay, ist auch nur 4. Auch nur 4, okay. Könnte also wieder mal knapp werden. Wir müssen aber den Abstieg auf jeden Fall verhindern. Weil das wäre ja sehr ärgerlich. Deswegen gehen wir rein. Okay, leider keine schönen Kombos. Es sind auch keine Magier heute dabei. Das ist natürlich blöd wegen den Mauern. Ja gut, nehme ich mal die beiden Bogenschützen, nehmen wir hier nochmal eine Rocket mit. Ja, kombotechnisch sieht es natürlich wieder sehr schlecht aus. Ich denke, wir müssen mal die beiden Kobolde hier nehmen, dann haben wir auch schon mal einen Zugang. Und immerhin eine etwas größere Barbaren-Kombo. Also eine Dreier-Kombo, die können wir aber gut erweitern. Ja gut, dann verlieren wir jetzt einen Bogenschützen und einen Kobold. Wir könnten, ja ich glaube wir chargen die mal. Das rettet uns aber dann auch nicht die Einheiten. Machen wir trotzdem. Ja. Schwierig, also heute ist es auf jeden Fall sehr schwer und wir haben halt auch nicht wirklich Kombos. Ich mache die drei Kobolde, dann sind wir das Goldlager schon mal los. Okay, wir können natürlich hier auch eine Rocket draufhauen. Gucken, wie viel Leben der hat. Ja, das würde sich schon lohnen. Machen wir das mal. Dann verlieren wir wenigstens die Einheit nicht. Dann würde ich hier den Packer einmal benutzen. So. Dann nehmen wir hier den einzelnen Kobold. Den einzelnen Barbaren. Und dann können wir die Prinzen da reinschicken. Ist natürlich jetzt irgendwo auch ein bisschen verschwendet. Aber es ist wahrscheinlich mit die einzige Option. Wir können natürlich auch einen Rocket draufhauen. Aber es reicht bei weitem nicht. Ja, ich denke, wir nehmen die Prinzen. Es tut zwar irgendwo weh, das so zu machen, weil es echt verschwendet ist. Aber wir haben da nicht wirklich eine andere Option. Dann nehmen wir wieder einen Kobold. So, jetzt müssen wir gucken, ob 2 Bogenschützen reichen nicht. 3 Kobold auch nicht. Ja, 500 Leben hat er noch. Wir könnten die Bogenschützen chargen, das ist wiederum zu stark. Ja, dann machen wir mal die beiden Bogenschützen und dann nehmen wir nochmal 2 Bogenschützen, dann haben wir die erste Stage erst geschafft. Sehr schwer heute. 4 Giants nehmen wir hier mit. Dann nutzen wir einen einzelnen Barbaren, um die Kobold-Kombo zu erzeugen. Und dann setzen wir hier die Kobolde ein, stirbt ein Barbar. Ist aber okay. Und wir haben eine Kiste bekommen, sehr schön. Okay, dann würde ich jetzt mal hier die Bogenschützen einsetzen, damit der eine stirbt. So, wir haben natürlich auch die Packer. Ja gut, das ist natürlich ungünstig. Ja, hier den Prinz, damit er auch nicht stirbt. Okay, ja,
Hacker lohnen sich halt nicht, weil die Gebäude hier vorne schon sehr, ja, so viel Leben verloren haben. Können natürlich die Giants. Ja, ich glaube, das machen wir auch mal. Haben wir immer eine Vierer-Kombo. Nehmen wir nochmal zwei Giants mit. So. Für die Gebäude da hinten würde ich ja dann gerne die Packer nehmen. Müssen wir nur den hier vorne noch vorher wegkriegen. Stirbt jetzt ein Prinz, ist natürlich auch nicht optimal. Müssen wir jetzt aber mal so hinnehmen. So, jetzt die beiden Packer und dann haben wir die zweite Stage geschafft. Okay, jetzt brauchen wir einen guten Refill, sonst könnte es hier schon enden. Okay, hier würde ich drei Packer nehmen, aber ich glaube, der Weg endet hier schon. Obwohl sechs Prinzen auch nicht schlecht sind. Aber die Gebäude sind eigentlich, ja, die haben so viel Leben, da sind die Packer besser. Natürlich auch hier wieder kein Zugang. Wir nehmen mal die Barbaren. Vielleicht kriegen wir noch Päcker nach. Das wäre sehr schön. Immerhin einen. Dann würden, ja, setzen wir die auch gleich mal ein. Und dann sollte es für die Stage auf jeden Fall reichen. Wir haben ja auch noch zwei Rockets. So. Ja gut, da reicht halt eine Rocket auch nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Wir hauen trotzdem eine drauf. Dann, ja, Bogenschütze reicht auch nicht. Barbar geht darauf, also müssen wir den Giant nehmen. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir das Gebäude so irgendwie bekommen. Ich denke, wollen wir gar nicht probieren. Auch gleich eine Rocket drauf. Da einen einzelnen Bogenschützen. Nehmen wir nochmal. Dann nehmen wir die Charge mit. Ja, wieder die Packer, würde ich sagen. Aber ich denke, die Stage schaffen wir dann auch schon nicht mehr. Schaffen wir hier mal einen Zugang. Dann gehen wir mit den Packern rein. Ist natürlich die Frage, was wir noch aus der Hütte bekommen. Damit könnten wir die Stage vielleicht doch noch schaffen. Aber da muss schon was sehr Gutes drin sein. Gucken wir mal nach. Eine Rocket. Ja, das wird nicht reichen. Und das wird bei weitem nicht reichen. Na gut, setzen wir unsere Einheiten noch ein. Und dann endet der Weg auch leider schon. Na gut, wir kriegen noch nicht mal. Setzen wir die Rocket ein. Prinz, Giant. Dann haben wir nur drei Stages. Das ist sehr schlecht. Damit sind wir immer noch in der Abstiegszone. Und das ist natürlich sehr suboptimal. Wir haben immerhin noch die Kiste. Eine zusätzliche Rocket, okay. Nehmen wir mit. Platz 26. Das ist natürlich, also der Abstieg wäre wirklich sehr ärgerlich. Wir müssen weiterhin unser Bestes geben. Das wird wirklich hier ein Kampf, nicht abzusteigen. Aber naja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und tschüss.